Hallo, du liebe Seele, schön, dass du wieder einmal da bist, hier in deiner YouTube-Familie. Sei ganz, ganz herzlich willkommen hier unter Freunden in deiner Seelenfamilie und wir legen heute mal wieder zusammen deine Botschaften. Und wir möchten heute nochmal auch in die Seele eintauchen, in die Tiefe eintauchen und vielleicht auch wirklich mal ganz speziell für meine weiblichen Zuschauer in die Männeregos reinschauen, die vielleicht oft so schwach und klein sind, viel kleiner als wir denken und viel kleiner als sie sich geben und wie leicht sie doch verwundet sind und was du tun kannst, damit er seinen Bindungswunsch in sich entdeckt und damit er dir seine Liebe wieder schenkt und du seine Aufmerksamkeit wieder bekommst. Da wollen wir reinschauen, auf was du dich konzentrieren darfst und was du für Wege einleiten kannst, damit er sich wieder bei dir meldet und dich respektiert, dich achtet und süchtig nach dir wird, dass du der Mittelpunkt seines Lebens wirst. Da wollen wir heute reinschauen und wir ziehen natürlich auch wieder Orakelkarten. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Ich mische und erzähle euch im Hintergrund ein bisschen was. Und du schaust einfach mal, was dich anspricht. Vielleicht gehst du mit diesem Orakel in Resonanz und kannst etwas mitnehmen für dich, für dein Leben, für deine Geschichte. Und du darfst einfach Platz nehmen und da sein. Du bist ganz, ganz herzlich willkommen. Sei einfach hier. Und wenn du magst, kannst du dir auch gerne etwas mitschreiben, dir sozusagen deine Regeln aufschreiben, die du mit dir trägst. Und ich werde euch parallel hier einige Karten ziehen und du darfst dir sozusagen deine Gebote oder deine Regeln aufstellen. Wichtig ist, dass du annimmst, was ist. Es ist ganz wichtig, dass du als Powerfrau rausgehst aus diesem männlichen Prinzip und wirklich eintauchst in deine Weiblichkeit. Du kennst das, du bist eine Macherin, du bist eine Schafferin, du tust ganz, ganz viel und du nimmst die Dinge in die Hand, du organisierst, du planst, du entscheidest und in der Beziehung übernimmst du dann auch oft die männliche Rolle. Vielleicht planst du die Dates oder du bist die Aktive, du meldest dich immer wieder und vielleicht machst du es gerade nicht mehr, aber du hast es vielleicht gemacht und das soll sich ja ändern. Du darfst das weibliche Prinzip leben. Nimm also an, was ist. Nimm einfach an, was ist und schicke ihm Liebe in dir. Du nimmst an, was ist und du schickst ihm Liebe in deinem Geist. Es soll leicht bleiben, das ist das oberste Gebot. Es soll leicht bleiben und es darf eine Klarheit in dir entstehen. Es darf also eine Klarheit in dir entstehen, was du eigentlich willst, was Liebe wirklich für dich ist und was Liebe wirklich für dich bedeutet. Und jetzt schau mal bei der Weisheitskarte, da kam tatsächlich die Liebe. Du liebst einen Menschen, weil du etwas in ihm siehst, was kein anderer sieht. Wie wunderbar! Du siehst also in ihm etwas, in diesem Menschen, was kein anderer sieht. Also eine wundervolle Perspektive auch. Und
Vielleicht bist du im Gedanken sehr mit ihm beschäftigt. Du denkst die ganze Zeit an ihn. Was macht er wohl? Wann meldet er sich wieder? Warum meldet er sich nicht? Liebt er mich oder liebt er mich nicht? Warum geht er in den Rückzug? Warum sagt er Treffen ab? Warum sagt er erstmal auch gar kein Treffen zu? Dann weißt du, er ist in einer Bindungsschwierigkeit. Natürlich gibt es auch Männer, die tatsächlich kein Interesse an dir haben, aber das fühlst du als Frau sehr gut. Und im Moment darfst du ihm kein Bindungsinteresse zeigen. Du darfst ihm also kein Interesse zeigen, wie sehr du diese Beziehung willst. Du hast gar kein Interesse an einer festen, verbindlichen Beziehung. Du lässt dich aber auch auf keine Affäre ein oder auf Freundschaft plus oder auf sonst was, sondern du hast einfach unverbindlichen Kontakt und du hast mit ihm Kontakt, wenn du Lust dazu hast. Du bist unverbindlich. Du zeigst ihm nicht, wie sehr du ihn willst. Du kreierst dir ein neues Leben. Du hast unheimlich viel Spaß in deinem Leben. Vielleicht hast du ein neues Hobby, vielleicht willst du eine neue Sprache lernen, vielleicht hast du neue Freunde und du hast gar keine Lust auf Stress und Bindungsstress und Bindungsthematik. Das willst du alles nicht. Die Soulmate Heart Card, die hat dir nämlich gezeigt, um was es eigentlich geht. Meine alten Wunden hast du mir gezeigt. Meine alten Wunden hast du mir gezeigt. Ich wollte sie verdrängen und nicht mehr anschauen, weil sie mich erinnern an eine traurige Zeit. Also schau mal, was ihr euch hier spiegelt und was auch er durch dich jetzt lernen darf. Er wollte es verdrängen, er wollte es nicht mehr anschauen und jetzt hast du dieses Buch geöffnet. Du hast also jetzt dieses Buch über die Soulmate Heart Botschaft geöffnet. Ich wollte diese alten Wunden verdrängen, ich wollte sie nicht mehr anschauen, weil sie erinnern mich an eine traurige Zeit, ich wollte sie vergessen, doch dann kamst du und hast dieses Buch geöffnet. Du liest in mir und zeigst mir all meine alten Wunden, das macht mir Angst. Deshalb laufe ich oft weg, aber niemals laufe ich weg von dir. Ich laufe weg von mir, weil ich mich schäme und dich sonst noch mehr verletzen würde. Das sagt dir dein Soulmate. Also du hast dieses Buch geöffnet und du kannst in ihm lesen wie kein anderer. Und du zeigst ihm jetzt all seine alten Wunden. Deshalb geh raus aus diesem Bindungsdruck, geh raus aus diesem Bindungsstress und geh erstmal 3 Schritte zurück. Geh erstmal 3 Schritte zurück. Achte auf dein Denken. Deine Gedanken werden oft sehr negativ sein. Bleib immer wieder im Hier und Jetzt und geh wirklich mit dem Fokus mal weg von ihm. Konzentriere dich ganz auf dich. Du gehst ganz in dieses Positive. Du gehst in eine Fröhlichkeit, in eine Heiterkeit. Du darfst jetzt lernen, dich um dich zu kümmern. Weil schau mal, was das mit euch gemacht hat. Das ist ja die Energy Voices Botschaft. Schau mal, was das mit euch gemacht hat. Das ist dieses Niemandsland. Du hast gesagt, ich soll dir vertrauen. Du hast gesagt, dass du mich liebst. Und warum fühle ich mich dann jetzt so hilflos und allein? Muss ich bereuen, dass ich dir vertraut habe? Muss ich bereuen, dass ich dir glaubte? War wirklich alles nur Illusion, nur ein Traum? Ich fühle mich so verloren. Also du siehst,
Du hast da unheimlich viel Hoffnung reingesteckt. Natürlich hat er sie dir auch gemacht, diese Hoffnung. Du hast ihm vertraut. Und jetzt ist es wichtig, dass du aussteigst. Steige also ganz bewusst aus diesem Niemandsland, da wo du dich darin verloren hast. Lass es jetzt unbedingt leicht werden. Du willst ihn ja zurück. Also mach es im Geiste mit dir. Mach im Geiste eine Art, du entliebst dich jetzt. Ja, der ist gar nicht mehr so wichtig. Du hast überhaupt gar nicht mehr diesen Bindungswunsch, weil wenn du in einer zu frühen Phase ihm deinen Bindungswunsch zeigst, hindert es ihn daran, seinen eigentlichen Bindungswunsch zu spüren. Deshalb geh jetzt 3 Schritte zurück. Geh nicht auf ihn zu. Das wäre dein Impuls. Du möchtest auf ihn zugehen. Geh nicht auf ihn zu, sondern geh 3 Schritte zurück. Und dann wirst du dieses Band automatisch wieder spannen. Natürlich kommt da jetzt deine Verlustangst. Natürlich kommt da jetzt, ja, und wenn er dann eine andere findet und wenn er mich dann vergisst oder wenn er mich dann nicht mehr liebt. Ganz ehrlich, wenn dieser Mann dich liebt, und hier kommt ja die Liebe, dann ist er doch nicht weg, nur weil du 3 Schritte zurückgehst. Ganz im Gegenteil, kennst du das nicht, dass gerade einen Mann, den du nicht willst, der kämpft und kämpft und kämpft und will dich erobern, und dann willst du ihn plötzlich doch, obwohl er vielleicht gar nicht dein Typ war, und dann geht er in den Rückzug. Das kennst du doch. Und du siehst ja in ihm, was kein anderer sieht. Durch wahre Liebe führst du Gespräche von Herz zu Herz. Nimm deine Maske ab und lass die Liebe fließen. Nimm an, was ist, und schick Liebe. Nur so kannst du Nähe zwischen dir und einem geliebten Menschen herstellen. Fühle energetisch die Liebe, die euch miteinander verbindet. Sie ist rein, hell, und dein Herz tanzt dann vor Freude. Und denke daran, wenn es kompliziert wird, lass es leicht werden. Es ist nicht die Liebe, die schmerzt, sondern die Verletzungen der Seele, die ihr gemeinsam durch eure Liebe jetzt heilen dürft. Das ist eure Aufgabe. Und deine Herzensbotschaft sagt es dir auch. Erfolg. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Und ich bitte dich jetzt auch, vertraue mir, wenn ich dir sage, dass nur das der Weg ist in diese Richtung. Denn Männer-Egos sind sehr, sehr schnell verletzt. Deshalb ist es wichtig, dass du emotional unabhängig bist, dass du emotional Abstand hast. Und ein Mann wird dich umso mehr lieben, respektieren und begehren, wenn du unabhängig bist. Mache dich zu deinem Mittelpunkt in deinem Leben. Und das ist auch die Verletzung, die heilen will. Hier geht es nochmal um das Herzchakra. Also hier geht es wirklich darum, dass jetzt dein Herz, deine Seele heilen will. Deshalb achte auf deine Gedanken. Wie oft verletzt du dich in deinen Gedanken? Wie oft hat er dich verletzt und wie oft verletzt du dich? Was auch immer im Leben passiert, über die Verbindung mit unserem Herzchakra finden wir Trost und Kraft. Und mit einem gut entwickelten 4. Chakra nehmen wir Menschen so, wie sie sind. Man liebt einfach und kann
mit ganz viel Herzenswärme Verantwortung für sich selbst und andere übernehmen. Wahres Mitgefühl, das sich hineinversetzen in andere und tiefes Verständnis sind dann emotionale Fähigkeiten, die zeigen, dass das Bewusstsein bereits eine höhere Stufe der Entwicklung erreicht hat. Diese überpersönliche Liebe öffnet sich jedem Menschen, nicht nur dem Gegenüber, deiner Familie, deinen Freunden, sondern allen. Und deine zweite Herzensbotschaft sagt es dir auch, allein die Zeit wird es zeigen. Also bitte geh jetzt ins Vertrauen. Ich bitte dich, vertraue mir. Du wirst sehen, dass in dem Moment, wenn du auf deine Gedanken mal achtest, was du wirklich denkst, was du wirklich fühlst, dass all das das ist, was du ausstrahlst. Wisse, wer du bist. Du bist nicht billig zu haben, du bist wertvoll. Ich habe dir auch wieder einige Muscheln gesammelt auf meinem Weg. Ich denke immer an euch. Ihr seid immer ein Teil von mir, ihr seid immer dabei und ich habe wieder ganz, ganz viele Muscheln für euch gesammelt. Und diese weißen Muscheln, dieses Strandgut, vielleicht fühlst du dich auch manchmal so. Diese weißen Muscheln, die sollen dir deinen Weg zeigen, deinen Seelenweg. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Du entscheidest, was du denkst und du bist es wert, geliebt zu werden. Deshalb verkaufe dich niemals unter deinem Wert. Du möchtest jetzt das weibliche Prinzip leben, praktizieren. Du möchtest in der Beziehung mit einem Mann Frau sein. Dann musst du diesen Mann Mann sein lassen. Er muss sich in eurer Verbindung, in eurer Beziehung stark fühlen. Und er muss sich wichtig fühlen und er muss fühlen, dass er es schafft, dich glücklich zu machen. Und dazu ist es wichtig, dass du dich respektierst als Frau, dass du in deine Weiblichkeit kommst. Und dass du jetzt einen neuen Weg einschlägst. Bist du bereit dafür? Bist du bereit, diesen neuen Weg zu gehen? Bist du bereit, deinen Wert neu zu bestimmen? Liebe neu zu definieren? Ja, es ist deine Geschichte. Egal wie alt du bist, es ist deine Geschichte. Sei stolz, dass du diesen Weg gegangen bist und nehme diese Liebe, diese Geschichte, diesen Weg, nehme es nun an und verwandle es nun in Liebe. Schätze dich. Liebe dich und sage dir, ich habe die echte Liebe verdient und ich bleibe bei mir und ich verlasse mich nicht und ich brauche ihn auch nicht. Du brauchst ihn nicht. Du darfst jetzt aus dieser emotionalen Abhängigkeit aussteigen und du unterbrichst, was du denkst. Du unterbrichst diese negativen Gedanken.
Glaube an dich, du bist stark. Und fühle immer wieder in deinen Körper ganz bewusst hinein. Er spricht mit dir. Und diese männliche Energie, die darfst du für dich nutzen. Bleibe ganz bei dir, verlasse dich nicht und geh raus aus dieser emotionalen Abhängigkeit, weil sie schadet dir. Sie schadet dir, sie schadet eurer Verbindung und sie schadet auch ihm. Und am Ende seid ihr beide in einer Abhängigkeit. Ihr seid beide in einem Art Suchtverhalten. Und du weißt, dass du es alleine schaffst und dass du dich aus der Abhängigkeit befreien kannst. Grenze dich ab, sorge gut für dich. Das ist deine Aufgabe jeden Tag. Immer wieder rauszugehen aus dem Kopf, auch das ist das männliche Prinzip. Und ins Gefühl gehen, und das ist das Weibliche. Und wie fühlt es sich jetzt an? Wie fühlt es sich an, wenn er sich nicht meldet? Wie fühlt es sich an, wenn er sich meldet? Wie fühlt es sich an, wenn du dich wieder bei ihm melden willst? Wie fühlt es sich an, wenn du dich mal nicht bei ihm meldest? Spanne das Band zwischen euch wieder an. Du musst wirklich aus diesem Modus Beziehungswunsch aussteigen. Im Moment darf nur unverbindlicher Kontakt sein. Du fragst nach keinem Treffen, du fragst nach keinem Date, du fragst einfach nach nichts, sondern er kommt zu dir. Sei ganz Weibchen, ganz altmodisch. Lass dich abholen von deinem Prinzen, von deinem Ritter, von deinem König. Ganz altmodisch. Er macht das Date, er sucht den Platz aus und du triffst dich mit ihm. Und du bist einfach da. Du bist ein Geschenk für ihn. Er kann sich glücklich schätzen, dass du mit ihm Zeit verbringen möchtest und er mit dir Zeit verbringen darf. Das ist das Geschenk. Du bist das Geschenk. Du bist das Geschenk. Werde im Inneren klar, in dieser Periode, wo du neu übst, ganz Frau zu sein, ganz weiblich zu sein, werde im Inneren klar, damit du im Außen klar wirst. Und dass du dann auch dementsprechend handelst. Es ist wichtig, dass du jetzt strahlst. Du hast seine alten Wunden aufgedeckt. Er fühlt sie jetzt. Du fühlst dich verloren im Niemandsland. Aber er hat gemerkt, dass du in ihm wie in einem Buch liest. Und da kommt Unsicherheit in ihm auf und da schämt er sich sogar dafür, weil er wollte es ja vergessen. Aber jetzt darfst du lernen, im Vertrauen zu bleiben. Hab Vertrauen. Die Zeit wird es zeigen. Steige aus dieser Ohnmacht. Und wenn du sagst, ja, es ist aber so schwer und ich schaffe das nicht und ich kann das nicht, doch, du schaffst das und du kannst das. Und wenn du sagst, es ist schwer, dann sage ich dir, es ist so einfach. Wenn du dich jetzt dafür entscheidest, jetzt für dich entscheidest, dass du aussteigen willst aus diesem Drama, aus diesem Opferspiel, aus dieser Ohnmacht. Weißt du, das kennst du doch wahrscheinlich schon von deiner Kindheit an. Dass du immer wieder das Opfer warst. Du konntest es niemandem recht machen. Du musstest dich anstrengen und trotzdem war es niemandem recht. Du hast dich verbogen. Du warst überhaupt nicht mehr du. Du weißt eigentlich gar nicht, wer du wirklich bist und was dich wirklich ausmacht. Das musstest du ganz mühsam dir erarbeiten. Andere gehen den Weg ganz einfach. Du musstest es dir mühselig erarbeiten. Und jetzt kommt dieser Mann
Und du öffnest dieses Buch, weil du empathisch bist, weil du Liebe fühlen kannst. Stell dir das mal vor, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, wie viel Liebe da vielleicht war, vielleicht wenig, wenig Mitgefühl, wenig Lob, wenig Liebe, wenig Gespräche, Zweisamkeit, Gespräche nur mit dir und deiner Bezugsperson, mit deiner Mama, mit deinem Papa, wenig Gespräche. Dass man dich gefragt hat, wie geht es dir, was brauchst du, was fehlt dir, das hast du toll gemacht, du bist toll, du siehst hübsch aus, du bist wundervoll, so wie du bist, du darfst im Schlamm wühlen, du darfst dich dreckig machen, das ist alles kein Problem. Wie oft durftest du das in deinem Leben, in deiner Kindheit? Und jetzt kommt dieser Mann. Und du kannst Liebe fühlen, du kannst empathisch sein, obwohl du es gar nicht gelernt hast. Das ist in dir. Wenn du jetzt dieses Video schaust, dann bist du nicht ohne Grund zu mir geführt worden, hierher. Und du hast intuitiv auf dieses Video geklickt. Du kannst dir also voll und ganz vertrauen und auch deiner inneren Stimme, deinem Bauchgefühl kannst du voll und ganz vertrauen. Finde Klarheit in dir. Spiel nicht mehr sein Spiel. Steige aus. Steige aus dieser Abhängigkeit, aus dieser Co-Abhängigkeit, aus dieser emotionalen Abhängigkeit. Wisse, er kann dir im Moment deine Sehnsucht nicht erfüllen. Gesehen zu werden. Aufmerksamkeit zu bekommen. Zweisamkeit. Erfülle sie dir. Er braucht ganz klare Grenzen. Erfülle dir diese Sehnsucht. Du bist es wert, dass du jetzt aussteigst, dass du dich siehst, dass du dich erkennst. Vielleicht wird dir auch deine emotionale Abhängigkeit immer bewusster. Vielleicht fällt dir auch durch diese Abhängigkeit oft schwer zu erkennen, was wirklich okay ist. Wenn er sich nicht meldet, rutschst du in die Bedürftigkeit. Dann bist du wieder im Mangel, dann fühlst du dich als Opfer. Es fühlt sich nicht gut an. Und dann schau, was in deinem Körper los ist. Wie fühlst du dich? Und bring keine Lösung, auch das ist männlich. Sag deinem Gegenüber, wie du dich fühlst. Das ist entspannte Weiblichkeit. Hör zu, hör dir zu, hör deinem Gegenüber zu und lass es leicht werden. Und wenn du mit diesem Video in Resonanz gehst, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen oder über einen Kommentar unter diesem Video und du erzählst mir, wo du stehst heute auf deinem Weg und was du vielleicht schon ausprobiert hast, was ganz gut klappt und du kannst damit auch ganz vielen lieben Seelen hier auf YouTube helfen mit deiner Geschichte und wir wachsen aneinander, wir wachsen miteinander und entwickeln uns weiter. Das wünsche ich mir. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dein Dasein, für dein Dabeisein und sende dir ganz, 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 ganz liebe, liebe, liebe Herzensgrüße. Bis wir uns wiedersehen. Pass gut auf dich auf, hab eine unwahrscheinlich gute Zeit. Ich umarme dich ganz lieb. Deine Claudia.